Der Coronavirus macht auch nicht vor Ruanda und Bangladesch halt. Die Lage droht außer Kontrolle zu geraten. Jedoch ist es für die Ärmsten der Armen am schlimmsten. Der Lockdown führt zu großen finanziellen Einbußen bei den Menschen, die am Existenzminimum leben. Dies gilt für die Näher und Näherinnen in Bangladesch und für die Flüchtlinge aus Burundi in Ruanda. Ohne Arbeit kein Lohn, ohne Lohn kein Essen. Unsere Partner und Partnerinnen in Bangladesch, die Gewerkschaft von Taslima Akta, die Slumschule Amade Pachala mit Hassan Rube und das Maison Shalom in Ruanda mit Margarit Barankitse und Richard kämpfen an vorderster Front. Hier gilt es nun, die Menschen schnell mit Lebensmitteln und Hygienematerialien zu versorgen. Da erreichte uns von beiden Seiten ein Hilferuf. Bitte, vergesst uns nicht! Daher wollen wir auch helfen. Und Sie kennen es auch. Wir haben eine neue Lieferung von T-Shirts in Bangladesch bekommen und verkaufen sie nun. Von jedem T-Shirt werden 8 Euro gespendet und das Geld geht zu gleichen Teilen an unsere Partner. Schenkt euren Freunden oder Freundinnen oder euch selbst ein T-Shirt für 15 Euro. Mehr als die Hälfte des Geldes geht direkt an die Initiativen. Sei ein Changemaker! Informiere dich auf changemaker.fag.net.